Hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Turbo LP mit dem lieben Herrn Imre. Ich bin der Imre, Hallöchen, und neben mir ist eine, verpiss dich. Bullseye. Sag mal wieder Survival Games. Ist hier neben mir eine oder ist es einfach nur Bläschen? Ja, es sind doch nur Bläschen. Ich hab gedacht, neben mir ist so ein Typ mit einem nackten Skin. Ja, ich sag mal wieder Survival Games auf dem Mindplex-Server. Was habe ich noch zu sagen? Nichts. Neue Runde, neues Glück. Ich glaube, ich zocke diesmal aber zwei Runden. Mal ein bisschen eine längere Folge als wie normal. Und als wie gewohnt. Und hier ist keine Kiste. Ich bin an einen beschissenen Ort gekommen. Oh, toll. Diese Map ist aber auch übertrieben groß. Ich habe schon so oft auf dieser Map gezockt, aber ich kenne sie einfach nicht auswendig. Okay, hier. Hier die Fische nehmen, haben wir was zum Essen. Okay. Keine Kiste, ein Angel, das ist dasselbe. Wieso habe ich keine Angel? Ach, das ist dahinter. So, hier haben wir hier Schuhe, einen Stock, sehr gut schon mal für den Anfang. Denn dann, wenn wir jetzt noch ein Eisen finden, dann. Ja, wir noch ein Eisen finden, dann können wir. Oh, eine Kiste. Na schade, ich wollte mich jetzt freuen, dass wir vielleicht Eisen gefunden haben. Vielleicht hatten wir so einmal in unserem Leben so Glück. Aber nein. Wann hatten wir Glück? Wann hatten wir Glück? Das letzte Mal, glaube ich, vor 10 Jahren einmal. Da habe ich, glaube mal einen Diamanten gefunden und der hat mir dann auch nichts genützt. Naja, egal. Wenigstens gewinnen wir sehr oft. Aua. Normalerweise zocke ich nicht so oft Survival Games. Aber ja, muss man sagen, auf den Server bockt das, finde ich. Nicht wie auf Hive, muss 2 Stunden versuchen, in ein Lobby rein zu joinen. Da ist noch eine Kiste. Okay, ein Schwert, das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Wüste, die Schneesturm habe ich gesehen, wie er kommt. Ah, ich wollte vom Fenster schauen. Und ein Harnisch. Oh, ich habe schon fast Goldrüstung ganz. Ah, rennen wir mal die Treppen hoch. Schauen wir hier uns um. Keine Kisten, 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 keine Kisten. Genau, keine Kisten. Ah, eine Kiste. Brot, Brot, Brot. Und Gold. So. See. Gehen wir, hey. Kiste. Mann, ich finde zum ersten Mal so viele Kisten, aber keine Scheiße. So, schauen wir mal. Schneesturm ist noch ein bisschen entfernt. Dann können wir noch diese Kiste da holen. Ein Boot haben wir. Schon mal gut. Ein Schneesturm kommt. Schauen wir mal hier rein. Na, da ist eine Kiste. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich jetzt gesehen. 3 Pfeile. Okay. Bogen wäre jetzt nicht schlecht. Dann gehen wir mal hier, da ist eine Kiste mitten auf der Straße, Unverschämtheit. So. Ein Bogen, okay. Und ein Ding. Beides nicht. Und dann nochmal hier, Pfeil nehmen wir auch mit. Okay, nehmen wir den Bogen hier hin, Schwert hier hin, passen wir auf, dass der Schneesturm nicht kommt. Okay. So gehen wir weiter. Eisen, Eisen, Eisen brauchen wir. Eisen, Eisen, Eisen brauchen wir. Irgendwas, was gedacht. Ein Kompass wäre auch nicht schlecht. Denn wenn jetzt ein Pädophiler von unten kommt, wäre nicht so schön. Gehen wir mal da lang. Okay, wieso wird es dunkel? Das ist nervig. So. Gehen wir mal da lang. Okay, ich glaube mal da müsste es, kenne ich mich hier ein bisschen. Hier kenne ich es. Okay, hier können wir runtergehen. Also es ist möglich, hier runter zu gehen. Meine Frage, soll ich Zombie-Modus Let's Play? Natürlich, die Folgen dauern dann sehr lange und werden auch höchstwahrscheinlich jetzt nicht so übertrieben geil. Aber ich, wenn ihr wollt, könnte ich es Let's Playen. Das ist dann, sagen wir mal so, dauert dann um die 10, 11 Folgen würde es dann immer eine Runde bei mir geben, weil bis ich halt aufhöre zu zocken. Denn ich zock. Ich sag mal so, ich bin kein Loser in Zombie-Modus.
Jetzt bist du Pro auch nicht, aber ich sag mal so, wo es Thomas ganz, ganz neu draußen war, da hatte ich schon ein, zwei Weltrekorde. Da habe ich lange nicht mehr gezockt und diese Weltrekorde wurden natürlich in 2 Sekunden gleich gebrochen, weil das jetzt keine übertriebenen Weltrekorde waren. Und jetzt hier haben wir was gefunden. Und hier keine Kiste. Okay. Gehen wir mal hier rein, hier rein, hier rein. Okay. Schauen wir mal da lang. Wieder mal eine langweilige Runde, könnte man fast sagen, weil ich keine Gegner finde. Ein Eisen. Perfekt. Oh. Da wollte ich sagen. Das können wir ja noch so machen. Das können wir in die Tasche reinstecken. So, danach TNT können wir hier raus tun, damit wir sehen, wie viele Pfeile wir haben. So, jetzt greifen wir an. Jetzt suchen wir mal die Leute. Jetzt schauen wir mal, wo es welche gibt. Hier war gerade einer, den ich gesehen habe. DM Deathmatch. So, ja, komm. Das ging jetzt bis zum Deathmatch, aber langweilig. 60 Sekunden, okay. Ich hab meine Frage, wie findet ihr den Texture Pack? Ist der Texture Pack gut? Wenn er schlecht ist, dann nehme ich einen neuen Texture Pack. Okay, er ist auf jeden Fall viel stärker als ich. Danke für die Sache. Okay, das ist auf jeden Fall besser, stärker. Ah, finde ich immer behindert, die Sa Leute, die Sachen auf den Boden werfen. Also, wenn du mich fragst, ich würde niemals was auf den Boden werfen. Kann man endlich Deathmatch anfangen, denn wie es aussieht, ich habe gedacht, dass ich habe also dran geglaubt, dass ich gewinnen könnte. Okay. Ey, wieso habe ich den nicht mal einmal getroffen? Der war auch neben mir. Hä, wo geht der? Okay. Okay, gar nicht gut. Hauen wir so ab mal für den Anfang. Okay, sollen wir kämpfen gegeneinander. Und ich greife dann von hinten an. Okay, die lecken. Okay. Okay. So. Ich glaube mal, die machen ein Team. Auf jeden Fall sieht das so aus. Oh, die lecken ja richtig rum. Jeder haut von jedem ab. So, ich verstecke mich mal hier, damit ich ein bisschen regeneriere. Okay, einer ist tot. Egal wer. Der andere ist, müsste eigentlich jetzt. Ah, okay. Er greift ihn an. Ich hoffe, er hat das Diamantschwert nicht genommen. Okay. Ich gegen ihn. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Okay, ich sehe ihn nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah, wieder gewonnen. Aber das ist eine langweilige Runde, kann man schon sagen. Denn ich habe den, fast mich nur eigentlich versteckt, könnte man sagen. Ich sag's mal so. Ich bin alleine in der Lobby, komm, lass eine Runde nochmal zocken. Wie lang wurde es denn? Das wurde nur 9 Minuten lang. Dann zocke ich mal eine längere Runde. Wollte ich gerade sagen. Noch eine Runde, ich habe keine Lust, noch eine Runde. Lass eine Runde Dragon Escape zocken. Das machen wir bis immer so. Wenn die Runden zu kurz wurden, dann zocke ich immer Dragon Escape. Denn wenn es 20 Minuten ist, dann dauert das Hochladen, das Rendern, alles zu lange. So. Gut, das fängt auch gleich an. Ah, nicht so die schönste Map, aber ich mag die Map nicht so. Oh.
Wollt ihr auch mal, dass ich TTT Let's Play? Sagt das auch in die Kommentare schreiben. Ruhig. Wieder mal. Dragon Escape, Dragon Escape, Dragon Escape. Ich hab's einen Tag lang durchgesuchtet wie ein Schwein. Wie ein Schwein. Ich meine es ernst, wie ein kleiner Schwein. Ich konnte das Augen zuzocken. Ich hatte immer bis zum Finale geschafft, doch jetzt zocke ich das nicht mehr so oft und wieso leckt das? Ja, okay, nochmal, ich renne ja gerade nebenbei Video. Ich müsste eigentlich damit aufhören, Videos zu rendern, wenn ich aufnehme. Das war das letzte Mal. Früher hatte ich immer in dieser Stelle verkackt. Ich hatte es bis zum Ende geschafft, aber diese Stelle. Ah, Mann, und an dieser Stelle auch immer Axt benutzt. So, hinter mir ist einer. Okay, das ist schon mal, wird eine spannende Runde, ob ich gewinne oder nicht. Okay. Oh. Nein, Mann, und ich wollte mich jetzt freuen, dass ich es zum ersten Mal nicht geschafft habe, ohne den Lava zu berühren, aber natürlich, nein. Ich hatte doch noch volles Leben. You are killed for trying cheating. Was? Meint ihr das ernst? Seht ihr das hier, 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 hier? You are killed trying. Oh Gott, Mann. Ist ja voll langweilig. Müssen die noch auf jeden Fall diesen Bug, ey. Wieso wurde ich jetzt gecheatet? Ich habe mich nicht mal von der Stelle bewegt. Hä, habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, egal, ich sag da mal jetzt bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Like wäre eine Unterstützung für mich, wenn ihr mich mögt, wenn ihr mich liebt habt. Ich sag da mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und diese zwei Jumps hier, den da und da drüben, den habe ich schon mal 10-mal geschafft, Alter. Okay, da ich euch mal jetzt, wenn ihr es einmal geschafft habt, nützt es nicht als zweites Mal, weil man bekommt dann keine Games mehr. Und Mineplex verkauft Ultra für 5 Euro, 5 Dollar. Finde ich scheiße von Mineplex, weil jetzt hat irgendwie jeder Ultra, aber ich kaufe das mir nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch kaufen. Na, ich sag dann, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.